Und jeder weiß, was passiert. Lustig anzuschauen ist es trotzdem. Ein Kellner und eine ganze Menge Bier. In einem Pub in der französischen Stadt Toulouse versucht dieser fleißige und starke Kellner etwas Erstaunliches. Kurz mal überschlagen. Schätzungsweise 120 Bier will er auf einmal von A nach B tragen. Es bleibt allerdings bei dem Versuch. Auch die Hilfe von einem Gast nützt nichts. Im Gegenteil, sie macht es eher noch schlimmer. Noch viel, viel schlimmer. Ein riesiger Biersee auf dem Boden. Entsetzte Blicke drumherum. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wissen wir nicht genau. Nach einem kurzen Schockmoment wird herzlich über das Missgeschick gelacht. Der Clip verbreitet sich online weltweit über die sozialen Medien und der Pub-Angestellte wird als Pechvogelkellner mehr oder weniger berühmt. Na dann, mal Prost!